Zum erst zu Ende gegangen. Claudia Neumann berichtet. Eine emotionale, möglicherweise auch grenzwertig hitzige Partie ist hier heute Abend zu erwarten. Die Verbalscharmützel im Vorfeld hatten bereits eine kräftige Lautstärke erreicht. Vor allem die Franzosen teilten munter aus. Von Heulsusen und Schauspielern im Team der Bosnier war zu hören und zu lesen. Doch jetzt geht's drum, Taten folgen zu lassen im direkten Duell um Gruppenplatz 1. Die Gäste aus Bosnien-Herzegowina in den weißen Hemden also maximal angespitzt und mit einer Art Blitzstart. Es dauert keine 20 Sekunden, bis die einzige Sturmspitze, nämlich Edin Džeko, beauftragt wird, für Gefahr zu sorgen. Džeko, da ist er. Edin Džeko, sein Schüsschen aber noch harmlos und zudem abgefälscht. Aber eine deutliche Absichtserklärung vom ehemaligen Wolfsburger. Bosnien formal ein wenig defensiver ausgerichtet als zuletzt daheim gegen Luxemburg. Ibišević zunächst auf der Bank. Aber die Gäste unglaublich aggressiv. Fehler Rivière. Lulic mit der ersten dicken Chance heute Abend hier in Paris. Frankreichs Deckung wird unsicher, ungeordnet. Sie scheinen nervös zu Beginn dieser entscheidenden Partie. Die Franzosen wie schon gegen Albanien ohne die verletzten Ribéry und Benzema im Offensivbereich mit der zweiten Garde unterwegs. Jetzt mal mit Tempo und Direktspiel. Remy, Loic Remy, vertändelt diese Riesengelegenheit zur Führung in der 9. Minute. Der 24-Jährige legt sich den Ball einfach einen Tick zu weit vor. Laurent Blanc mahnt zu mehr Konzentration. Das Spiel bleibt auf hohem Tempo. Bosniens Umschaltspiel vorbildlich. Nach Ballgewinn geht's ruckzuck. Misimovic, Pjanic und wieder Edin Džeko, der Mann für die Tore. Doch dieser Versuch nicht ideal. Verrutscht ihm der Ball. Wir springen in die 40. Minute. Schnell ausgeführter Freistoß der Gäste. Wieder Džeko. Stark im Zweikampf und noch stärker im Abschluss. Was für ein herrlicher Treffer zum 1:0 für Bosnien-Herzegowina. Riesenjubel im Lager der Gäste um Trainer Savic Susic. Denn jetzt im Moment ist seine Mannschaft qualifiziert. Edin Džeko zeigt, dass er nichts verlernt hat. Diese Aktion mit gehobenem Wert, auch wenn Gegenspieler Rami komplett überfordert wirkt. Kurz darauf ist dann Pause. Laurent Blanc wird Tacheles reden, denn der Auftritt seiner Mannschaft enttäuschend. Zur zweiten Halbzeit kommt Bosniens zweiter Torwart zum Einsatz. Begovic, also jetzt für den offenbar angeschlagenen Hasagic. Die Equipe Tricolore erwartungsgemäß mit mehr Initiative, mehr Druck im Spiel nach vorn. Evra, Malouda verpasst. Zu ungenau nach wie vor die Aktionen. Ein Unentschieden würde den Franzosen ja genügen für den Gruppensieg. Aber den Rückstand, den haben sie sich selbst zuzuschreiben. Viel zu passiv im ersten Durchgang. Und spielerisch bleibt's auch jetzt ärmlich. Kaum durchdachtes, hohe Fehlerquote. Menes bedient Remy. Remy, das kann Benzema beispielsweise deutlich besser. 57. Spielminute das Ganze. Die Gäste jetzt nur noch mit wenig Entlastung. Edin Džeko beim Kopfball, wer sonst? Doch er konnte den Ball hier nicht mehr richtig drücken. Es bleibt beim knappen 1:0. Hochspannung im Stade de France. Die Franzosen jetzt also mit dem ruhenden Ball. Der eingewechselte Martin mit prima Ausführung. Aber noch stärker Bosniens zweiter Keeper Asmin Begovic. Noch knapp 20 Minuten zu spielen. Wieder dieser Freistoß. Wieder pariert Begovic. Exzellent. Lenkt den Ball an die Latte. Samir Nasri mit starker Schusstechnik. Die Zeit verrinnt. Frankreich immer wieder mit langen Bällen. Nasri im Nahkampf mit Spajic. Bosniens Kapitän unbeholfen. Schiedsrichter Greg Thompson zögert keine Sekunde. Elfmeter für Frankreich. Das Foul gerade so innerhalb des Strafraums. Alles korrekt. Samir Nasri mit der Chance, Frankreich zur EM zu schießen. Souverän ausgeführt. 1:1 durch den Mann von Manchester City. 77. Spielminute, diesmal nichts zu halten. Frankreich dreht das Ganze nochmal um. Die letzten Sekunden und in diesem Moment ist Schluss und damit steht fest, Frankreich fährt als Gruppenerster zur Europameisterschaft im nächsten Jahr.
Bosnien-Herzegowina allerdings auch noch mit guten Chancen über die Playoff-Runde.